Jubiläums, die wir in den nächsten Wochen in Rudow erfolgen werden. Ich möchte Sie auch gar nicht lange aufhalten jetzt mit großen Reden, sondern das Wort weiterreichen an den Vorsitzenden der CDU Rudow und Mitglied des Abgeordnetenhauses, Andreas Henseler, und der wird die Veranstaltung hier feierlich eröffnen. Danke. Seien Sie herzlich willkommen bei uns in der CDU Rudow hier zu unserem 1. Mai-Fest. 625 Jahre Rudow, da hat natürlich die CDU auch hier wieder einiges zu bieten. Und ich musste mir heute einen Zettel schreiben, damit ich das alles hier aufzählen kann. Aber zunächst möchte ich mich einmal ganz herzlich auch hier bei dem Heimatverein bedanken, der die 625-Jahr-Feier in Rudow hier begleiten wird und auch hier Ihnen Rede und Antwort stehen kann zu Fragen, zur Historie, zu Rudow. Herzlich willkommen, der Rudower Heimatverein. Ich möchte mich auch in diesem Zusammenhang sehr herzlich bei dem Rudower Reiterverein bedanken, die gleich hier mit den Pferden hinkommen werden. Das sind 5 oder 6 Pferde, wo dann die Kinder die Gelegenheit haben, ein bisschen Ponyreiten zu machen. Mit uns weiter mit einer schönen Samba, die kennen Sie alle, Samba de Janeiro. Der Rudower Heimatverein hat einen Infostand, wo man noch einmal die Geschichte Rudows Revue passieren lassen konnte. Das gerade für die neue Rudower, wie zum Beispiel aus der Gartenstadt Rudow, sehr interessant war. Am 1. Mai brummt in Rudow wieder der Maikäfer. Bei Maibowle, Def der Berliner und Rudow Spezialitäten. Für das leibliche Wohl wurde gesorgt.
Die gute Laune musste aber ein jeder selbst mitbringen, um richtig den Rudor Flair zu genießen zu können. Liebe Rudorinnen und Rudor, ich will Ihnen eigentlich nur einen sehr, sehr schönen 1. Mai wünschen. Es hat ja alles funktioniert mit dem Wetter und allen drum und dran. Ich denke, dass diese Straßenfeste dazu beitragen können, dass wir ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen in den Kiez hier in Rudow. Das ist ja noch leichter als in der Innenstadt, muss man ehrlicherweise zugeben. Und deshalb hoffe ich, dass es viele interessante Gespräche für Sie, einen netten Aufenthalt hier gibt. Und dass Sie viel Freude hier an dieser Veranstaltung haben und dass wir uns eventuell bei anderen Gelegenheiten, wo es denn etwas bierernst dazu geht, ohne Bier, dass wir uns dann dort einmal wiedersehen und vielleicht auch über das eine an oder andere, was uns politisch beschäftigt, reden können und wo wir dann auch über diese Themen ins Gespräch kommen können. Ich wünsche Ihnen einen recht schönen Tag heute hier und alles Gute. Recht herzlichen Dank. Open Rocks und ich gebe die Bühne frei für die Formationstanzgruppe. Let's have a whopper, but get into the
church on time. I gotta be there in the morning. Spruce up, I go in my prime. Girls come and kiss me, show how you'll miss me. Get me to the church on time. If I am dancing, meine Damen und Herren, heute melden wir uns wieder hier aus Rudo, hier von einem Straßenfest hier am 1. Mai und möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr die 625-Jahr-Feier von Buko und Rudo stattfindet. Und in diesem Zusammenhang hat natürlich auch der Rudo Heimatverein sich einiges einfallen lassen. Unter anderem werden wir am 30. Mai um 10 Uhr eine Ausstellung eröffnen, 625 Jahre Rudo. Dann werden wir am 1. Juni einen Rundgang durch das alte Dorf Rudo machen. Am 8. Juni werden wir einen Dia-Vortrag halten, und zwar zum Thema über Rudo, wie sich Rudo entwickelt hat. Dann am 6. Juni um 10 Uhr einen Rundgang durch die Kanalstraße. Das ist ja das Industrieviertel am Teltowkanal gelegen. Treffpunkt ist da, 10 Uhr Kanalstraße, Ecke Stubenbrauchstraße. Der Treffpunkt, wie gesagt, am 1. Juni, das ist der Pfingstmontag, ist der Treffpunkt auf dem Schulhof in Alt-Rudo 60. Wie gesagt, die Ausstellung zur 625-Jahr-Feier, die Ausstellung ist nicht nur am 30. Mai, da wird sie eröffnet, sondern die wird vom 30. Mai bis zum 14. Juni dauern. Aber es gibt auch noch weitere Aktivitäten. Als Beispiel, am 30. Mai wird um 14.20 Uhr Schützenausmarsch von der Rudower Spinne sein. Um 15.30 Uhr wird die dritte Etappe vom 4-Etappen-Rennen sein. Und einer der Höhepunkte dann ist am 13. Juni ein Umzug hier durch Rudo. Ziel ist da das Reitgelände vom Reiterverein Rudo. Und an beiden Tagen, am 13. und am 14. Juni, findet so als Schlussveranstaltung ein Fest auf dem Gelände bei den Reitern bzw. auf dem Milchhof Mendler statt. Mit Musik, Tanzgruppen, eigentlich ein ganz buntes Programm. Verschiedene Vereine werden sich darstellen. Und die ganze Serie der Feierlichkeiten beginnt am 23. Mai bereits
im Gemeinschaftshaus um 15 Uhr. Dort wird eine Feierstunde anlässlich der 625-Jahr-Feier sein mit einem Programm. Auf dem Hof werden einige Vereine sich darstellen, wie auch der Rudo-Heimatverein mit einer Postkartenausstellung, wie auch diese Ausstellung auch heute hier zu sehen ist. Ja, wenn Sie Interesse haben an Rudo, an der Geschichte von Rudo, dann schauen Sie noch mal vorbei. Also spätestens am 30. Mai um 10 Uhr.